Im Anschluss an eine der schrecklichsten Wochen sind Chinas Aktien auch am Montag weiter gesunken. Die Versuche der chinesischen Zentralbank, den Renminbi unterstützen zu wollen, haben die Investoren nicht beruhigen können, was wiederum bedeutet, dass sich der Marktchaos weiter fortsetzt. Matthew Sherwood, Anlagestrategieleiter bei Capital Ltd., sagt, der Markt macht sich große Sorgen bezüglich Chinas Finanzstabilität. Die Menschen sind unsicher, was die chinesischen Konjunkturaussichten angeht. China scheint auf einem allmählichen Weg nach unten zu sein. Die erste Woche des Jahres ist für die chinesischen Börsen mit einem Gesamtverlust von einer Billion US-Dollar schrecklich gewesen. Der globale Massenausverkauf versetzte die Investoren in Panik und niemand weiß, was auf die Währung und auf die Landeswirtschaft weiter zukommt. Der Shanghai Composite Index sank um 5,3% und der Tech Heavy Shenzhen Composite verlor ganze 6,6%. In den sechs Sitzungen des Jahres 2016 sanken diese um entsprechende 14,8% und ein Fünftel. Als Antwort auf den schlechten Start in das neue Kalenderjahr hat die Volksbank Chinas den Versuch gestartet, den Renminbi Offshore zu kaufen, was den Carry Trade wiederum ins Scheitern gebracht hat und die Kosten für Offshore-Kreditaufnahmen auf ein Rekordhoch beförderte. Die jüngsten Kommentare eines hochrangigen chinesischen Beamten, dass das Land in den kommenden 4 Jahren bis einschließlich 2020 den gewünschten wirtschaftlichen Zuwachs von über 6,5% wohl nicht verwirklichen wird, werden die Märkte noch verdauen müssen. Diese Behauptung ist eine Herausforderung für den Präsidenten Xi Jinping, der zu Beginn des Jahres sagte, dass nur ein Zuwachs von mindestens 6,5% des BIP in diesem Jahrzehnt verdoppeln wird. Astro del Castillo, Geschäftsführer der First Great Holdings, sagt, wir haben Halloween im Januar. Die roten Fahnen sind ausgehängt, was die Investoren dazu bewegen könnte, ihre Portfolien neu ausrichten zu wollen. Das war die heutige Presseschau. Bleiben Sie dran, denn das Lukas Kopf-TV-Team wird über alle Ereignisse berichten, die die Devisenmärkte beeinflussen könnten. Bis bald.